Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Video. Und Tina und ich, wir sind heute auf dem Sommerfest von RSM Bike. Und ich muss euch eine Neuheit vorstellen. Ich finde das so geil. Aber ich drehe jetzt erstmal die Kamera. Hier ist der Andi von RSM Bike und er erzählt euch mal was, was jetzt neu im Petto ist bei euch, bevor ich euch das Bike überhaupt mal zeige. Genau. Ja, recht herzlich willkommen. Ich darf euch präsentieren, einmalig nur bei uns. Das ist das Mobifun Allrad 2x2. Ja, ihr habt richtig gehört, Allrad, und zwar Vorderradantrieb, Hinterradantrieb. Ein Akku mit 48 Volt, 20 Amperestunde sind 960 Wattstunde. Die Besonderheit auch hier an dem Rad, wenn ich jetzt in der Ebene fahre, kann ich das Hinterrad nur betreiben. Und wenn ich jetzt ins Gebirge oder Berg hochfahre, dann kann ich das Allrad auch zuschalten. Also ich finde es total geil. Allrad an einem Fahrrad kenne ich noch nicht. Ich kenne es am Auto, ja. Genau. Ich kenne es am Wohnmobil, am Van oder sowas, aber am Fahrrad noch gar nicht. Ja. Das bedeutet aber, Gelände, egal wie, ist für mich jetzt eine Leichtigkeit. Genau, richtig. Und die Besonderheit hast du ja gerade erwähnt, ich kann dazuschalten, weil wir haben ja gelernt, zwei Motoren, vorne und hinten. Genau. Und wenn ich aber beide Motoren laufen habe, reduziert sich natürlich die Zeit vom Akku. Ja, natürlich. Also wenn man jetzt ganz normal nur das Hinterrad betreibt, liegen wir auch hier bei Reichweite von ca. 100 Kilometer. Wenn man jetzt das Allrad einschaltet und würde fahren die ganze Zeit nur mit dem Allrad noch betrieben, dann liegen wir halt klar bei 50 Kilometer weit Reichweite. Und wieder muss ich sagen, es ist wie mein Funbike, es ist stabil gebaut, richtig gut geschweißt, ja, wenn ich hier mal so die Nähte sehe. Tiefer Einstieg. Was hat sich verändert? Das fällt mir auf den ersten Blick auf. Es ist das Display, was sich so ein bisschen verändert hat zu den anderen Bikes. Genau. Das Display ist jetzt, ein bisschen überholter geworden. Das hat aber jetzt nichts, weil uns das andere Display nicht so gut gefallen hat. Das hat einfach nur den Hintergrund von der Elektronik her. Weil es hat ja jetzt zwei Stromkreise, weil ich ja zwei Motoren betreiben muss. Auch der Akku ist ein besonderer. Und dann können wir das mit dem normalen Display gar nicht umsetzen, deswegen haben wir jetzt das neue Display. Okay, es ist auch viel schlanker, finde ich irgendwie. Ja, genau. Kannst du es mal anschalten, dass ich es mal sehe? Weil ja, ich hoffe, das sieht man jetzt gut wegen der Sonne. Also hier kommt auch direkt Mobilist. Genau. Okay, das sieht jetzt so ein bisschen moderner aus, ja, und dann, aber weniger Farben. Genau, und dann 5 Unterstützungsstufen. Im Moment jetzt 7, weil wir da ein bisschen an der Testphase sind, aber normalerweise sind es nur 5 Unterstützungsstufen. Okay. Und das Besondere an dem Allrad, das hat Straßenzulassung. Jawohl. Ich darf das ganz legal auf der Straße nutzen. Genau. Hätte Straßenzulassung, zählt als Pedelec, also ich darf auf Radwege fahren, brauche kein Versicherungskennzeichen hinten. Alles gut, alles im grünen Bereich. Das finde ich super. Ne? Und ja. Auch die Fatbikes, also die Fettreifen, die dicken Reifen, die habe ich ja auch. Und ich muss sagen, ich fühle mich damit viel, viel sicherer jetzt, wie jetzt die dünneren Reifen, jetzt von dem kleinen Fahrrad von euch. Ich bin es ja Probe gefahren, was natürlich aber auch bedeutet, ich bin fürs Gelände gerüstet. Egal, auf welcher Fläche ich damit fahre. Ich habe es in der Normandie getestet, auf Berg runter, durch Wiesen. Also die sind echt geil, diese Reifen. Und der Akku, ist der anders als bei den anderen Fahrzeugen oder ist der stärker? Genau, das ist ja die Besonderheit. Er hat zwei Stromkreise integriert. Mhm. Also man kann jetzt nicht ein normaler 48 Volt Akku vom Fatbike oder so, vom Funbike oder Mobifun verwenden. Man muss halt diesen Akku hier einsetzen. Okay. Genau. Und das gibt es mit Sicherheit auch noch in anderen Farben oder hat man das aktuell? Aktuell ist das so, wie es jetzt hier aussteht. Okay. Ich meine, es fällt auf. Es macht halt richtig Fun, es macht richtig Spaß. Mhm. Deswegen heißt es ja auch. Ich würde einfach sagen, du probierst das einfach mal und dann werden wir. Ich würde eher sagen, ich lasse mal meine Frau fahren. Ja, genau. Ja, und deswegen würden wir mal Tina dazu holen, dass Tina mal mit dem Fahrrad fährt. Genau. So, jetzt kommt der große Moment. Tina testet das erste Mal Allrad, weil ich muss dazu sagen, meine Frau steht immer auf schnelle Autos, deswegen hat sie das schnellere Auto von uns beiden. Und hätte natürlich auch gerne das schnellere Fahrrad. Und schauen wir mal. Ja. Hätte ich gerne, viel Spaß. Ja, danke. Durch die Pfütze? Kannst du. Nein, kann ich nicht. Ich hab jetzt schon Angst. Ja, du hast gesagt, sie soll Probe fahren. Ich habe eigentlich gesagt, ich will sie filmen. Ja. So, Schatzi ist wieder da. Und wie war's? Geht ab wie Schmitzkatze.
Es ist ein bisschen krasser, ne? Ja, mit, das ist mal richtig, richtig heftig. Hast doch eine gute Figur gemacht. Entschuldigung, die Pfützen. Das ist so wirklich wie GTI fahren. Ja. Ehrlich, du drückst auf Knöpfchen, weg. Hat der Mann eben auch gedacht, vorne am Empfang, dem ich hinterher gefahren bin. Also du bist begeistert? Punkte, ja. Sehr schön. Ich glaube aber, das wäre ein Mordinstrument für mich. Für dich bestimmt, ja. Für mich so handtechnisch. Aber damit kannst du in der Schweiz auch diese Mountainbike-Trails hochfahren. Ja, definitiv. Ja. Wobei ich würde wahrscheinlich trotzdem noch hinten runterfallen, aber ist ein anderes Thema. Probefahrt, wie ihr es gehört habt, war sehr erfolgreich. Tina ist begeistert, aber wenn ich Tina so ein Fahrrad gebe, dann bin ich öfters beim Arzt, als sie Fahrradfahren ist mit mir. Und ich muss sagen, einfach ein tolles Ding. Und ja, Lieferzeit, wie lange, wenn ich es jetzt bestelle? Wenn ich es jetzt bestelle, ist sofort lieferbar. Ja. Noch eine geringere Stückzahl und die nächste kommen wieder im Oktober. Ja. Und wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, Interesse hat an dem Rad, ich empfehle immer einfach reserviere, Vorreservierung, kostet ja nichts. Genau. Und apropos, ja, kostet ja nichts. Das Fahrrad kostet nichts. Rechnen wir mal die Kosten. Fahrrad kostet ja schon ein bisschen was. Und zwar 3.999. 3.999, genau. Okay. Dafür bekommt man natürlich ein Allrad. Ja. Und das hat auch nicht jeder. Genau. Es wird jedem Anspruch gerecht, muss ich sagen. Ja, es macht echt absolut Laune und es hat nicht jeder auf dem Markt. Genau, nur bei uns. Genau. www.rsm-bike.de. Einfach mal vorbeischauen. Da unten ist der Link, genau. Und ich sage Andi, vielen Dank für diese kurze Präsentation. Bitte. Ich fand's geil. Ja, und wenn ihr es geil gefunden habt, schreibt es in die Kommentare oder noch viel besser, bestellt bei RSM dieses wunderschöne Bike. Ja. Und ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Es ist einfach, ja, ein Allrad. Das ist echt der Knaller. Und das war's jetzt wieder mit unserem Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr es getan habt, abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Verpasst ihr kein neues Video mehr und wir sagen jetzt ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.